Hallo und herzlich willkommen zu den Pickups vom Oktober 2018. Es ist schon wieder ein Monat vorbei, gefühlt geht das immer schneller, aber wir haben immerhin jetzt endlich richtigen Herbst mit Duselwetter, Regen und so weiter. Endlich mal, also diese ganze Warm und Sonne scheint. Ehrlich gesagt, wenn ich Herbst habe, dann möchte ich auch das schön schittiges Wetter draußen, dass man sich schön auf dem Sofa oder am Computer in der Decke einmummeln kann und in Ruhe ohne schlechtes Gewissen Videospiele spielen kann und nicht immer so halb rausguckt und schönes Wetter, sind die letzten schönen Tage, müsstest du ja eigentlich nutzen. Deswegen finde ich das Wetter momentan sehr schön, außer natürlich, man geht aus dem Haus und wieder rein, aber na gut. Aber auf jeden Fall hat es im Oktober natürlich auch so einiges an meiner Sammlung an Neues gegeben. Als das Video zuerst drehen wollte, dachte ich mir, ja, im Oktober, da hast du eigentlich gar nicht so viel gekauft, ne? Aber naja, wie es ja halt immer so ist, es hat sich wohl doch einiges angesammelt, als ich mal Inventur gemacht habe. Ist schon wirklich erstaunlich, was immer so zusammenkommt. Eins vorweg, ich habe mir bei Konsolenkost diese zwei Wundertüten, einmal OVP 5-mal und einmal 10-mal nur Module bestellt. Da habe ich ja schon letzte Woche ein Video dazu gemacht. Wenn euch das interessiert, einfach da reinklicken. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal, weil die meisten von euch werden das Video wahrscheinlich schon gesehen haben und dann muss ich das ja nicht unbedingt doppelt zeigen. Ne? Aber genug der Vorrede, fangen wir an. Und zwar ein Gameboy-Titel hat es in meine Sammlung geschafft, Lemmings. Ja, Lemmings dürfte eigentlich den meisten ein Begriff sein, beziehungsweise ich sage diese Floskel so oft, aber da habe ich so ein kleines Erlebnis auf der Arbeit gehabt, weil ich lasse mir meine Pakete mal auf die Arbeit schicken, weil da bin ich halt wirklich und hier zu Hause, dann kommt es in die Postfiliale, muss man es da abholen und so weiter, das muss ja nicht unbedingt sein. Eine gleichaltrige Kollegin, die wusste sofort, was mit Lemmings anzufangen, aber eine, die jetzt nur ein paar Jahre jünger ist, die haben mich mit großen Augen angeguckt. Lemmings? Kenne ich nicht. Finde ich sehr seltsam, aber anscheinend wer so um die 90er Videospiele gespielt hat, der kam an denen eigentlich nicht vorbei. Ich war ein bisschen gespannt auf diese Gameboy-Umsetzung. Ich habe da eine eBay-Auktion gefunden, die relativ gut lief. Da habe ich das Modul jetzt relativ günstig bekommen. Wie das auf dem Gameboy umgesetzt wurde, weil das Spielprinzip ist ja klar, man hat diese kleinen selbstmörderischen Lemminge, denen man verschiedene Fähigkeiten zuordnen kann, damit sie dann halt nicht sterben und so weiter. Ich habe es mal ganz kurz reingespielt. Das scheint ein einigermaßen gelungen zu sein, weil ich war da sehr skeptisch. Ich meine, gut, das kommt ja ursprünglich aus so einem PC-Markt, wo das ja groß war. Ich glaube, auf dem C64 war sogar der erste Titel oder war es der Amiga, bin ich mir gerade etwas unsicher. Mit der Maussteuerung geht das natürlich dann wesentlich flotter, aber auf dem Gameboy durchaus solide umgesetzt anscheinend. Freue ich mich ja auf jeden Fall schon auch mal einen Test dazu zu machen. So, das war fürs Gameboy. Ach genau, ihr habt ja in den Titelreihe schon gesehen. Ich habe mir auch übrigens einen Kindheitstraum erfüllt. Aber das hebe ich mir so für die Mitte auf, damit so die Spannung etwas aufgebaut wird. Ne? So, dann haben wir noch zwei Switch-Spiele geholt. Und zwar das erste Mario Party, selbst erklären, das ist eigentlich ein Pflichtkauf. Wobei ich sagen muss, okay, es ist natürlich Mario Party. Ihr braucht da schon mindestens drei Leute, um damit wirklich Spaß zu haben. Ich habe das mal zu zweit auch gespielt. Da finde ich es etwas sehr langatmig, weil ihr könnt das ja immer nur zu, oder ihr müsst das zu viert spielen und die nichtmenschlichen Spieler, die führt halt der Computer auf und diese Animation jedes Mal neu abgespielt, wenn der Computer dran ist und so weiter, das finde ich persönlich einfach viel zu sehr in die Länge gezogen. Vielleicht gibt es auch da irgendwo eine Option, dass man die Animation etwas abkürzen kann, habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber das ist echt nervig, muss ich sagen. Also da muss man schon meiner Ansicht nach zumindest drei Leute sein. Am besten natürlich idealerweise vier und natürlich ein schöner bierseliger Arm, sage ich mal. Da macht das Spiel auch wirklich richtig viel Spaß. Ist natürlich wirklich, wie der Name schon sagt, für diese Partys halt gedacht. Als Singleplayer oder zu zweit würde ich es nicht unbedingt empfehlen, aber für größere Runden auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Natürlich nicht ganz perfekt, die Kritikpunkte, die ich jetzt öfter in Tests gelesen habe, dass man zum Beispiel zu viele Münzen bekommt, um zum Beispiel diese Sterne zu kaufen und so weiter, da stimme ich voll und ganz zu. Also taktisch spielen müsst ihr nicht, es ist allein wirklich reines Glück. Da stimme ich wirklich mit den ganzen Testberichten überein, aber für einen lockeren, netten Partyspaß auf jeden Fall zu empfehlen, würde ich sagen.
Denn als zweites habe ich mir Night Trap von den Limited Run geholt. Ja, Night Trap hat mich schon immer interessiert. Und zwar ist das ja original ein Sega CD Spiel gewesen. Und zwar, ja, die Aufnahmen dafür wurden also so typischer Full Motion Video frühe 90er, wo man halt diese CD hatte und die Entwickler sich dachten, oh mein Gott, wie kriegen wir diesen endlosen Platz voll? Da haben sie dann halt diese Videoaufnahmen draufgeklatscht. Die Videoaufnahmen für den Spiel, die wurden schon Ende der 80er irgendwann gemacht, eigentlich für ein anderes System, wurden dafür recycelt. Ich war immer schon neugierig, weil das schon sehr oft bei amerikanischen YouTubern erwähnt wird, weil das damals so in den USA so eine große Kontroverse um Gewalt und Sexualität in Computerspielen oder Videospielen gemacht hat. Und da war ich einfach mal neugierig, weil gut, aus heutiger Sicht ist das natürlich alles lächerlich, klar. Muss ich glaube keinen erzählen. Aber witzig ist es, dass es damals auch so eine Senatsanhörung gab und auch Nintendo darunter eingeladen wurde und die gesagt behauptet haben, nein, sowas wird es bei uns nie geben, sowas Brutales auf keiner Nintendo-Konsole. Und, ne? Jetzt ist es für die Switch erschienen und da ich ja für die Switch ja nur physisch sammle oder auch physische Sachen kaufe, war ich ganz froh, dass Limited Run das dann quasi aufgelegt hat. Ist auch ziemlich cool aufgemacht. Es ist sogar... muss ich mal kurz gucken, dass die ganzen Goodies nicht fallen, ist ein kleines Handbuch dabei. Das ist man heutzutage gar nicht gewohnt, ja? Ne? Also das hat $30 gekostet. Okay, bei Limited One ist natürlich immer so der Nachteil, dass der Versand relativ hoch ist. Aber spitze, also die geben sich echt noch Mühe, da kriegt man noch was für sein Geld. Wenn ich hier bedenke, ich zeige jetzt nochmal Mario Party. Die große Leere, 60 Euro. Also das finde ich immer so ein bisschen traurig, dass noch nicht mal irgendwelche kleinen Zettelchen oder sowas oder einen kleinen Aufkleber oder keine Ahnung was drin ist. Das finde ich echt schade. Auf jeden Fall Limited One ist mein zweites Spiel davon. Wer es nicht kennt, man die legen immer so eine limitierte Auflage von irgendwelchen Spielen auf, die eigentlich physisch normalerweise nicht erschienen wären. Bei den Switch ist das ganz gut. Da hat man immer so ein paar Wochen Zeit, das zu bestellen. Die sammeln quasi die Bestellung, sagen, okay, bis dann und dann ist Schluss, dann nicht mehr. Und dann produzieren sie die Spiele und man kriegt die dann ein, zwei Monate später. Finde ich ganz schön eigentlich, da hat man nicht so diesen Druck von wegen, ach, um den Zeitpunkt genau musst du jetzt unbedingt bestellen, sonst ist alles weg. Finde ich sehr angenehm, ist natürlich ein bisschen blöd, dass es aus den USA verschickt wird und natürlich den Versandkosten entsprechend teuer sind. Aber wenn ihr zum Beispiel welche habt, womit ihr euch zusammentun könnt und man sich die Versandkosten sparen kann, wie ich jetzt bei der nächsten Limited One Bestellung ist auch gemacht habe, da habe ich mich mit dem Weidemann und dem WW Investor zusammengetan. Sowas ist natürlich den Spitze, ne? Also sehr zufrieden damit auf jeden Fall. Let's Play habe ich ja oder angespielt habe ich ja schon gemacht. Man kann sich köstlich beömmeln. Ist schön cheesy, sage ich mal. So, und dann habe ich noch was für meinen Retro-Computer bestellt und zwar eine Shareware-CD. Das hier sind sogar 201 Spiele drauf. Habe ich bei Medimobs bestellt, relativ günstig, 3-4 Euro, kriegt man hinterhergeworfen natürlich. Da sind natürlich die meisten Spiele wirklich Mist drauf. Shareware, wer es nicht kennt, damals war eigentlich sehr populär, ist so eine Art erweiterte Demo. Und wenn man dann weitere Kapitel spielen wollte und so weiter, dann musste man halt dann irgendwo dann die Vollversion bestellen, kriegen Kreditkartennummer und so weiter. Haben wir natürlich damals nicht gemacht, aber war natürlich bei der, es ist ja keine Raubkopie. Man konnte es ja legal weitergeben und sogar Unternehmen konnten das, wie gesagt, auf irgendeine CD-Presse und dann verkaufen. Das war dafür freigegeben. War natürlich super, also ich habe auch ganz viele Shareware-Spiele gehabt, wo nur das erste Kapitel freigeschaltet war, aber ja, man hatte ja damals nichts, ne? Man hat das dann immer und immer wieder und weiter gespielt und ja, solche CDs hatte ich auch, ich glaube sogar auch vielleicht die selber, auf jeden Fall dieses For You-Label und sowas, das kommt mir irgendwie vage bekannt vor. Ja, und da habe ich mal Bock so drauf ein bisschen rumzuforsten. Vielleicht mache ich das mal auch als ein angespielt oder quält sich Serie oder vielleicht als Stream. Muss ich mal schauen, wie ich das technisch am besten hinkriege. Wie gesagt, die meisten werden Mist sein, aber dieses Gefühl da rumzustöbern, das habe ich damals ganz gerne gemacht irgendwie. Und das versucht man natürlich immer im Retro-Bereich mal so ein bisschen wieder zu rekreieren. Vielleicht, wie gesagt, für was für ein Format ich das interessant wäre, kann ich nicht genau sagen. Ihr könnt es vielleicht in die Kommentare schreiben, ob er vielleicht euch einen Stream wünscht oder eine erweiterte Angespielt-Folge oder eine Quetzig-Folge, wo ich mir vielleicht zwei, drei Titel dann raussuche oder ähnliches. Wenn ihr eine Idee habt, ab in die Kommentare auf jeden Fall.
So, dann noch etwas Exotisches, und zwar Ogre Battle für das Famicom. Ja, da war ich etwas überrascht. Ich habe das bei eBay als Auktion gesehen. Das kriegt man so für 10 Euro. Halt den OVP, ne? Mit komplett ist natürlich japanisch, klar. Aber da ich ja das Retron 5 habe, denke ich mal, kann man einen ganz guten deutschen Sprachpatch drauf klatschen und gut ist. Ich dachte eigentlich, das wäre nur in Japan erschienen. Ist aber, habe ich beim Nachschlagen zur Recherche für das Video hier gesehen, dass es auch in den USA erschienen ist. Und ja, was muss ich sagen? Ich bin ja gerne Strategiespieler und das ist ja so ein RPG-Strategiespiel. So eine klassische Machart, die damals ja so langsam hochkam. Fand ich sehr interessant beim Reinspiel, fand ich es auch sehr schön. Da habe ich jetzt, was ihr als Videoaufnahme seht, ist die amerikanische Version. Das habe ich kurz als ROM runtergeladen und er hat die Aufnahme gemacht. Hier werde ich es natürlich dann mit einem deutschen Patch dann spielen auf meinen Retron 5. Freue ich mich schon drauf, aber für 10 Euro mit OVP, allen drum und dran, ne? Eigentlich ein sehr guter Zustand. War ich überrascht, es gibt auch mehrere Angebote. Also ein super Schnäppchen war es nicht, wie ich dachte. Keine Ahnung, warum das so günstig ist. Ist ja gut. Ein Faktor wird natürlich sein, dass das ein japanisches Spiel ist, klar. Aber ja, für 10 Euro kann man das mal machen, würde ich sagen. Und wie gesagt, vor allen Dingen das Genre mag ich. Bin ich mal gespannt, da mal ein bisschen weiter reinzuspielen. Ich weiß, das ist meine Standardfloskel, sage ich ständig. So, und dann kommen wir zu meinem großen Kindheitstraum. Und zwar, ich hab's mir endlich gegönnt. Tada! Ich habe jetzt endlich ein Sega Game Gear. Ah, herrlich. Also wie ihr seht, mit OVP-Verpackung, da schien damals noch so eine Sonderversion zu sein, wo dann quasi das Netzteil dabei ist plus Sonic. Das Netzteil ist hier jetzt auch dabei. War mir auch sehr, sehr wichtig, das mitzuhaben, weil das Ding ist ja wirklich berühmt für seinen großen Batteriehunger. Und da ich dann das eben nur mit dem Netzteil habe spielen wollen, war mir es wichtig, dass das dabei ist. Und wenn das natürlich so als Großpaket mit OVP, also wie man sieht, die OVP, ich sehe das Foto ja auch jetzt eingeblendet, ist natürlich hier so ein bisschen Klebereste und so weiter, nicht in absolut Top 1A Super Zustand, aber für mich vollkommen ausreichend. Werde ich mir mal überlegen, ob ich mir dann noch das Display umbauen lasse, weil der Prono 2K, da hat sie auch schon ein paar Fotos gepostet, hat das sich auch mit VGA-Ausgang ummodden lassen. Das sah sehr interessant aus. Ich hatte nämlich jetzt seit Ewigkeiten kein Game Gear in der Hand und finde das Display schon relativ dunkel. Oder ob das jetzt daran liegt, dass diese Kondensatoren langsam aufgeben. Ich habe jetzt gehört, dass das ja wohl, oder gelesen öfter, dass das wohl ein Problem bei diesen Game Gears war. Schauen wir mal, irgendwann mal umbauen lassen. Auf jeden Fall. Und zwar, warum Kindheitstraum? Ach, damals habe ich das bei einem Kumpel gesehen, so Anfang der 90er irgendwann. Ich hatte nur mein Gameboy. Ich hatte noch nie was von dem Game Gear gehört und der hatte diesen Game Gear. Und als ich bei dem Besuch war, das weiß ich immer noch, ich war so faszinierend, das ist wieder Gameboy, nur in Farbe. Und dann hat er noch diesen TV-Adapter drauf und kann er von Fernsehen sehen. Also man hat als Kind natürlich nicht die ganzen Nachteile wegen Batteriehunger und so weiter gelesen. Aber seitdem wollte ich unbedingt ein Game Gear haben. Ich war auch nie so auf nur Nintendo fixiert und nur Sega. Also ich hatte nur Nintendo-Sachen, aber ich war jetzt nie irgendwie so anti-Sega eingestellt oder irgendwie sowas, wie das manche waren. Ich habe dann mein Taschengeld gespart und ja, im Ort, wo ich lebte, gab es halt einen Spieleladen, der hatte diesen Game Gear. Und ich weiß, ich hab so eine Zahl im Kopf, 200 Mark, aber kann auch weniger sein. Wie gesagt, das ist sehr nebulös. Habe ich dann gespart, bin zum Laden gegangen, wollte es mir kaufen. War das nicht mehr im Sortiment drin. Ich weiß nicht, ob das zu der Zeit war, wo der so langsam quasi weg war oder ob das nur der Laden nicht mehr im Sortiment hatte. Und ne, wenn man klein war, war natürlich auch die Welt klein und war es für mich dann quasi gegessen, das Thema. Hat mir wahrscheinlich von dem Geld irgendwelche Super Nintendo Spiele gekauft oder sowas. Aber das konnte ich jetzt endlich nachholen. Auch der Zustand ist natürlich leicht benutzt, aber durchaus sehr in Ordnung, finde ich zumindest. Aber wie gesagt, die Detailfotos, die blende ich euch ja ein.
Ja, war auch nicht ganz billig bei der eBay-Auktion, aber mir war es jetzt eigentlich wert, weil wirklich alles dabei war, was ich haben wollte mit der OVP. Gut, die OVP, ich sammle ja keine OVP, das war ein Plus für mich, aber das Netzteil vor allem. Und dann waren natürlich zwei Spiele dabei. Einmal natürlich Sonic, die beiden Spiele, die dabei waren, die habe ich allerdings schon in meiner Sammlung. Einmal Sonic, das war ja bei dem Paket mit dabei. Da habe ich auch schon einen Test zugemacht, verlinke ich euch unten. Und Sonic muss ich nicht groß was sagen. Ne? Es ist ein solider Plattformer natürlich, aber man muss natürlich Sonic mögen. Hat natürlich Nachteile, wie zum Beispiel, man springt oft ins Ungewisse und so weiter. Und dieses Sega Game Pack 4-in-1, das war glaube ich auch sehr verbreitet. Waren vier Minispiele dabei, ein Rätselspiel, dann dieses Fußball. Das Schlechteste, dieses Fußballspiel, wo man im Prinzip Stein, Papier, Schere, irgendwelche Richtungen aus, Elfmeterschießen auswählt und so weiter. Vergessen. Dann war Tennis drauf und ich glaube so eine Art Outrun-Demo. Sollte natürlich so ein bisschen die Power des Systems zeigen. Das macht es ganz gut, schadet nicht. Habe ich natürlich auch schon, habe ich auch schon einen Test zugemacht. Verlinke ich euch unten. Auf jeden Fall, das war jetzt mein Kindheitstraum endlich erfüllt. Ich habe irgendwie auf eine Gelegenheit gewartet. Wie gesagt, ich werde es, denke ich, mir mal irgendwann mal umbauen lassen, aber na, schauen wir mal, würde ich sagen. Ne? Ja, und das waren dann auch schon meine Pickups, ne? Ja, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt und wir sehen oder hören uns dann beim nächsten Mal, ne? Macht's gut, tschüss!